herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Knight. Das ist falsch. Wir spielen ganz normales Jedi Fallen Order. Und wir haben letztes Mal den. Es fängt gut an. Warte. Wir ruhen uns nochmal aus. Wir haben zu viel meditiert. Deswegen meditieren wir nochmal. Sorry. Bester Start ever. Aber ich schneide das nicht raus, weil. Sehr geil. Gut. Ich schwing einfach nochmal. Weil dann brauche ich ja. Alter. Und dann brauche ich keinen Doppelsprung. Ach so, okay. Alles klar. Ja, cool. Schön, dass ihr wieder da seid, dabei seid. Und heute schauen wir mal. Alter, der ist echt sick, ne? Verletzt. Ach. Können wir ihm helfen? Alter, wie tanky sind die denn? Ich mag die nicht. Torful, alter Freund, jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Tafel oder Torful und Cordova. Hier haben sich alte Freunde getroffen, der Jedi Enno Cordova, ja, ist ja gut. Und der Wookiee-Häuptling Tafel. Sie haben großen Respekt voreinander. Sie hatten. Ja, cool. Na, ja, da sollte ich nicht hingehen. Ich sollte vielleicht zur Liliane. Die steht hier so schön bereit. Oder ich schau mal. Ja, doch. Ah, es geht. Und ich habe gerade. Ja, er ist ziemlich groß. Ziemlich, ziemlich groß. So. Ich gehe mal in die falsche Richtung. Und wow. Okay, das hätte man wissen, was er machen kann. Aber egal. Okay. Ernsthaft jetzt? Auf den heiligen Baum tun die Entwickler so eine dämliche Kiste drauf. Ach, come on. Hey BD, was ist das? Na nee, egal. Was ist das, BD? Also so ein Poncho ist wahrscheinlich vom Himmel gefallen, von irgendeinem Ding. Also ein hatte doch Chewie auch. Von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Pest. Wookie Initiationsritus. Wookie-Krieger kletterten an diesem Baum im Rahmen eines Initiationsritus.
Initiationsritus. Entschuldigung. In Schwindel der Höhe. Ja, die ist ein bisschen schwindelig. Aber ist ja hier in Star Wars alles. Alles ist unglaublich fett und hoch und tief und sowas. Was ist das denn? Warte, ich kletter mal hier hoch. Ah. Kann ich den scannen? Ja. Das findet er chillig. Jo, ist mir doch egal. Und noch eine Kiste. Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. So. Pilot, was? Ach so. Outfit, Poncho. Ah, den da haben wir jetzt freigeschaltet. Der ist ganz nett. Zum Klon kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Ja, zu den Zeit schon, zu der Zeit, Zeitpunkt schon, aber ja, an sich im Nachhinein nicht. Aber das weiß man ja nie. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin. Wo muss ich hin? Soll ich einfach in die Lücke? Ach so. Ja, ich könnte auch zu dem. Zu der Liane da schwingen? Alter. Es muss auch krass sein, in so einer Höhe an so Lianen zu hantieren. Als Jedi, das geht schon. Oh, hier kann ich nochmal meditieren. Hier gibt es aber sehr viele Save Points. Okay. Also ich muss da rein, aber kann man hier hin? Oh. Hallo? Wieso kann ich die... Er könnte der Letzte seiner Art sein. Der letzte Zio-Vogel. Also, wieso konnten wir das nicht in seinem Nest machen? Können wir hier... Ja. Cool. Da ist. Oh, da ist er. Ja, hallo, mein Freund. Wie geht's dir? Ah, er geht alleine. Okay. Kinozeit. Ich kann ihm helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, BD. Das ist cool. Das war's. Wow.
Ja, es war das Mindeste. Bye bye. Nice. Sind so selten, dass sie. Also. Shio-Vögel sind so selten, dass sie lange Zeit als Kreatur aus dem Reich der Legenden galten. Aufgrund seines Körperbaus und seines Gefieders kann der Shio-Vogel über weite Strecken gleiten, ohne allzu viel Energie aufzuwenden. Da sich die Shio-Vogel. Der Shio-Vogel seine Energie außerordentlich gut einteilt, lässt er nur selten ein Nest. Verlässt er nur, Entschuldigung. Experten vermuten, dass ein erwachsener Shio-Vogel nur einmal pro Woche jagt. Dass sich die Vögel von Syux und Jizu ernähren, gelten sie als Beschützer der Wookies und Wälder. Ein kurzer Blick auf einen Shio-Vogel ist ein seltener Glücksfall, der dem Betrachter Frieden garantiert. Geil. In solchen Zeiten braucht man das auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss da lang. Alter, dieser Baum. Ich darf ihn fliegen. Yeah. Du nimmst uns mit? Nice. Schön festhalten. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Na, aber Kashyyyk haben die sehr zerstört schon. Also im Laufe der Geschichte. Das hat hier so ein bisschen, also die Musik auch, hat hier so ein bisschen was von, von Jurassic Park. Bisschen. Aber wo fliegen wir jetzt genau hin? Ja, ein bisschen weiter hoch. Ja, du kannst jetzt runter. Sehen wir uns das mal an. Flup und weg ist er. Wirklich. Naja, egal. Okay, achso. Ja, okay. Gerechtigkeit. Farbe nehme ich wieder blau. Sender. Hier, das da. Cordova. Der ist auch nicht schnell. Leidenschaft und Stärke. Okay, machen wir mal die Leidenschaft. Hier haben wir schon sehr viel. Pflicht und Entschlossenheit. 1 und 2. Magnus. Mut und Weisheit. Leidenschaft und Stärke. Frieden und Gerechtigkeit. Elementar, Leidenschaft und Stärke. Das sieht cool aus. Also ja, das passt zu dem natürlich. Das stelle ich mir sehr unhandlich vor, also sehr unbequem. Zum Greifen, zum Kämpfen und so. Friede und Gerechtigkeit. Sicher, es sieht schon cool aus, aber ja, das ist dann schon besser von der Handhabung. Ähm
Junge, man kann ja... Ich nehme das da. Das sieht cool aus. Gut. So, dann geht's mal weiter. Suchst du was? Suchst du was? Nee, okay. Der hat nur gepfiffen. Alles klar? Endlich habe ich es gefunden. Ach. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Nope. Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Er hat doch gesagt, wir müssen nicht nach Datomir. Beziehungsweise doch, weil er hat ja den Schlüssel gefunden. Aber Dathomir ist ist der andere Schlüssel. Gut. Gut, speichern. Warte mal. Entschuldigung. Ich muss nochmal. Ich will mal schauen, wie viel es kostet, mein die Strikes halt. Ja, 3. Okay. Erhöht die Reichweite. Reichweite ist natürlich auch cool. Ah ja, das machen wir dann danach. Also zuerst will ich mehr Damage machen. Ah, der schon wieder. Hui! Na, wie geht's dir, mein Junge? Ja, du. Alter, deine Kehle sieht ja echt heftig aus. Aber egal. Ist das jetzt mein Ball? Wow. Keine Sorge, die trifft nicht. Oh. Ja. Hab ich dich wieder? Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Ja, dann geh also wieder. Machen wir schnell. Ich mach's mal fair. Das ist ein Punkt für mich. Ach ja? Ja, vielleicht. BD, stimm zu mir! Jämmerlich! Alter! Hilf mir, BD! Hast du Angst, verbrannt zu werden? Hilfe, BD! BD, stimmt! Das war der. Gewinnen. Warum denn nicht? Oh. Oh, ist dein Glas kaputt? Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Oh.
Süß, kann ich auch. Ah, das war also zu spät. BD, ich... Das war noch leichter als erwartet. Okay, also der erste Part ist ziemlich easy. Der zweite an sich auch, aber ich habe zweimal das rote verkackt. Aber an sich, ja, easy. Die Jedi sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Greifst du mich jetzt an? Komm schon! Okay. Hast du Angst, verbrannt zu werden? Das war gar nichts. Du würdest einen besseren Kampf liefern. Wieso kann der nicht mehr, wenn er geheilt wird, kann er nicht mehr tummeln oder was? Weil normalerweise bricht er ja das Heilen dann ab, dachte ich. Okay. Hat sie nicht erwischt. Wir brauchen Stim, BD. Werf einen rüber, BD, ein. Oh, er ist schnell. Nein, das solltest du nicht machen. Angst vor mir. Das ist eine BD, zu hohe Meinung von mir. Letzte Chance zur Kapitulation. Ja. Ah, zieh! Oh,
das denn? Bisschen nervös? Ja, ja. Oh, die ist ein Bitch. Hierher, Baby! Oh! Hier oben! Fertig? Dann würde ich dich auch mal fragen. Bringen wir es zu Ende! Bisschen nervös. Oh, okay, die erwischt mich ja beim Nicht mit mir. Doppelding. Sehr beeindruckend. Oh ja, ich bin happy. Macht dir das etwa keinen Spaß? Beinahe hätte ich's gespürt. Die zweite wird begeistert sein. Zweimal hintereinander ist es gemein. Boah. Nicht geil. Oh. So. Hi. Die hat die mich erwischt, ne? Werden? Das habe ich kaum gemerkt. Ja, ich bin voll auf sie drauf. BD, stimm zu mir! Das ist ein Punkt für mich! Okay, ja, das ging schnell. Gar nicht zu kommen. Macht
BD! Das habe ich kaum gemerkt! Doch, du bist verdammt. Hierher, BD! Scheiße! Brauche Unterstützung! Jetzt kommt der Doppeltambo, ne? Komm her! Wir sind noch nicht fertig! Zeit, die anderen zu finden. Vor allem bis zur Hälfte oder so hatte ich überhaupt keinen Trouble irgendwie, also, keine Ahnung, ich hatte noch vier Heilungs-, also Snims. Boah. So, jetzt hat aber. Du wirst nicht gewinnen! Alter, mein Kopf wäre eigentlich weg gewesen. Ich hätte auch Angst vor mir. BD, ich brauche Hilfe. Bist du fertig? Ja, weil du total easy bist. Macht dir das etwa keinen Spaß? Werf einen rüber, BD1!
Unterstützung! Ah, ich wollte gerade zwei drücken. Bitte. Ach komm, ich hab getrunken. Hey, bitte. Her mit dem Schmerz. Hilfe, bitte. Das ist nicht wieder so weit. Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben und verbrennen dich wie den Rest von uns. Ist das Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Weh, die hat jetzt schon wieder überlebt. Das war das Ende eines Inquisitors. Ah, oh, okay, wenigstens erschaut er noch. Ach, der lebt ja noch. Hey. Wir dachten, du wärst tot. Ja. Nimm mich mal weg. Geht's gut. Oh, Mann. Wir müssen zurück. Sia und Grease erwarten uns. Wie die Sichtscheibe von ihrem Helm wieder ganz so. Aber egal. Neunte Schwester besiegt. Okay, dann ist sie wirklich tot. Gut. So. Holokarte hinzu. Findet das Astrium auf Dathomir. Also müssen wir wirklich jetzt auf Dathomir. Boah, ich bin mal echt gespannt auf den Wanderer. Und auf die Schwester der Nacht. Weil die kommt ja sicher nochmal. Da bin ich super gespannt. Und jetzt erhöhter Lichtschwertschaden. Sehr geil. So, gut. Dann müssen wir jetzt komplett wieder zurück. Oh nein. Warte mal. Was war hier? Kommen wir da wieder zurück? Kommen wir da nochmal hin? Dann schaue ich mal ganz kurz, was da war. Oder was? Ja, hier. Hier geht's anscheinend weiter, okay. Der ganze Wald lebt. Oder ging's dann doch hier weiter? Ah.
neues Terrarium. Grease flippt bestimmt aus. Also, neue Samen gefunden. Okay, und jetzt geht's da rüber. Okay. Wie das hält, weiß ich auch nicht. Dieser Ort hat was Magisches. Er ist heilig für sie. Ja, das wissen wir. Gut, das war's. Gut. Nicht zu weit. Wieso stammen die zu? Ich spring doch über die. Gut, dann, ja, gehen wir zurück. Aber zuerst würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und es sind schon 40 Minuten. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei Star Wars. Also an sich, finde ich es echt interessant. Auch die durchsichtigen Rohre hier. Also Stahldinger sollen das, glaube ich, sein. Gut, naja, egal. Ja, bis dann. Bye, bye.